Weißt du, was eine Definition of Done ist und auch was eine gute ausmacht? In diesem Video sprechen wir darüber, was das ist, was es dir bringt und welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest. Moin Moin, das ist Sebastians Projekte Teams und Menschen und wenn du mehr über Empowerment erfahren willst und wie du mit Befähigen mehr erreichen kannst, dann abonniere diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Was ist eigentlich die Definition of Done? In meinem Video über gute User Stories bin ich bereits darauf eingegangen, wie die Akzeptanzkriterien für eine dedizierte Story aussehen können. Den Link findest du hier oben. Und generell gilt, die User Story ist fertig, wenn alles funktioniert. So einfach ist das. Oder? Jein. Die Akzeptanzkriterien einer dedizierten Story sind nur die des Product Owners. Was ist aber mit den Kriterien, die das Team will, die das Team braucht, um effektiv und effizient zu arbeiten? Sowas wie Code-Reviews, Design-Dokumentation oder auch Unit-Tests. Und genau hier kommt die Definition of Done zum Tragen. Die Definition of Done enthält Standards, welche für jede einzelne User-Story gelten. Für jede und nicht nur für einzelne. Sie spiegeln größtenteils, aber nicht ausschließlich, die prozessbezogenen und technischen Akzeptanzkriterien des Teams bzw. der ganzen Organisation wider. Hört sich doch toll an, aber was wollen wir eigentlich damit erreichen? Was ist zum Beispiel mit der langfristigen Wartbarkeit und Weiterentwicklung des Produkts? Wir wollen doch Altlasten vermeiden. Es gibt nichts Nervigeres, als einen neuen Sprint zu beginnen, eine neue Story anzufangen und das Erste, was wir machen müssen, ist erstmal den Müll des letzten Sprints aufzuräumen, die Fehler zu beheben, alles gerade ziehen. Am besten auch noch von einem Ex-Kollegen, der gar nicht mehr in der Firma ist. So hat man nie den Fokus auf den aktuellen Sprint. Man rennt erstmal hinterher und räumt auf. Und am Ende des Sprints wollen wir doch auch ein potenziell auslieferbares Produktinkrement, oder? Das ist doch der Plan. Und wenn der Sprint dann zu Ende ist, hat aber niemand Lust zu sagen, ja, wir sind fertig, das stimmt. Aber deployen? Nee, keine Chance. Wir müssen noch das, das und das machen. Das ist nicht Teil der User Stories, aber das müssen wir machen, um eine neue Version an den Kunden zu bringen. Aus diesem Grund ist das Erfüllen der Definition of Done ebenso wichtig für das Abschließen einer Story wie die Akzeptanzkriterien der Story. Die Akzeptanzkriterien und die Definition of Done definieren zusammen ein gemeinsames Verständnis von Produktanforderungen und Produktqualität. Von Seiten des Product Owners und aber auch von Seiten des Teams. Und zusätzlich haben wir den großen Vorteil, dass wir eine Erinnerungsstütze haben für das Schätzen von Stories. Neben dem Erfüllen der Story, den Akzeptanzkriterien des Product Owners, was sind die Standardsachen, was muss gemacht werden, um fertig zu werden? Damit das nicht vergessen wird. Die Definition of Done ist deswegen ein sehr wichtiges agiles Werkzeug, das dem Team und dem Product Owner dabei hilft, zu planen und durchzuführen. Und wenn du dich nun fragst, wie erstelle ich nun eine Definition of Done? Was muss ich machen? Ganz einfach. Mache einen Workshop mit dem Team, lass sie brainstormen, jeder schreibt 5 Post-its. Was sind die 5 wichtigsten Dinge, was du bei jeder Story oder in jedem Sprint machen musst? Präsentiert sie, clustert sie, erweitert sie um Dinge, welche ihr nun erkennt noch, feststellt, dass ihr sie vergessen habt, schmeißt raus, was ihr sagt, brauchen wir nicht und macht einfach eine Liste. Aber wichtig, das Team entscheidet, was Sinn macht. Es macht keinen Sinn, eine Liste zu erstellen und sie von irgendeiner anderen Person durchgehen zu lassen. Das kann drin bleiben, das kommt raus, das bleibt drin. Es ist eine Liste für das Team. Auch nicht kopieren von einem anderen Team. Man kann eine andere Teamliste nehmen als initialer Trigger, um sich Gedanken zu machen, was gibt es alles an Punkte oder zu schauen, habe ich etwas vergessen. Am Ende ist es aber etwas, was das Team unterstützt, sein Commitment für die Story und für den Sprint zu erfüllen. Und wenn ihr sie dann habt, macht sie transparent für das Team. Versteckt sie nicht irgendwo im Wiki auf einer letzten Seite, wo niemand draufschaut. Druckt sie aus, hängt sie neben die Scrum Wall, einfach als Erinnerungsstütze. Es soll nicht religionsartig was sein, aber einfach nur als Erinnerungsstütze, transparent, damit man erinnert wird. Oh, stimmt, da war ja noch was. Wir wollten das machen. Oder lasst uns darüber diskutieren. Und wenn ihr das dann habt, schaut mal, wie es sich auswirkt. Es wird nicht von Anfang an perfekt laufen. Lernt daraus und verbessert es. Inspect and adapt. Und ein paar häufige Probleme und Tipps kann ich dir jetzt schon nennen, damit es vielleicht bei dir etwas schneller geht. Die Liste muss nicht gebetsartig erfüllt sein. Wenn das Team sagt, bei dieser Story brauchen wir kein Code-Review. Wenn die Designer sagen, bei dieser Story brauchen wir keine Dokumentation. Passt. Das Team hat darüber diskutiert, sie haben aktiv entschieden, dass es keinen Sinn macht. Aber wenn ihr sie nicht macht
weil ihr einfach keine Zeit habt. Das ist keine Lösung. Hierdurch baut ihr Schulden auf. Und diese Schulden holen dich irgendwann ganz, ganz böse ein. Oder jede Story macht mehr Probleme, dauert länger und am Ende ist niemand glücklich. Und dann sage mir nicht, du hast es nicht gewusst. Die Definition of Done ist auch nicht in Stein gemeißelt. Wie schon gesagt, lernt daraus, verbessert sie, passt sie an. Vielleicht kommen ein paar Dinge dazu, vielleicht fallen ein paar Dinge weg. Ist doch egal, es ist ein lebendes Dokument. Versuche aber auch abzudecken, was alles benötigt wird. Ein Fehler zum Beispiel ist Testen Teil der Definition of Done. Meiner Meinung nach ganz klar ja. Das Ziel ist immer noch, einen auslieferbaren Mehrwert für den Kunden zu haben. Und Testen muss gemacht werden. Bei manchen Stories ist es vielleicht etwas mehr, bei manchen etwas weniger und bei manchen ist es vielleicht gar kein Testen notwendig. Das Wichtige aber ist, daran zu denken und sich, wenn, aktiv dafür zu entscheiden, ja, wir machen es oder nein, wir brauchen es nicht. Aber diese aktive Entscheidung forciert und zwingt jeden dazu, nochmal darüber nachzudenken und es bewusst entscheiden. Und pass auf, dass du nicht in eine zu technische Richtung abdriftest. Eine Definition of Done ist nicht technisch. Sie kann viel Technisches enthalten, aber genauso kann Dokumentation, Archivieren von Software, Archivieren der Dokumentation, Drucken eines Berichts, all das kann Teil einer Definition of Done sein. Also nicht nur Code-Review, Unit-Tests. Alles ist möglich. Theoretisch auch Aufgaben des Scrum Masters und des Product Owners. Ich habe jetzt die ganze Zeit über Definition of Done für Stories gesprochen. Was spricht dagegen, auch eine Definition of Done oder Akzeptanzkriterien für einen Sprint zu machen oder aber auch für ein Release? Und mal ganz nebenbei, hast du schon was von der Definition of Ready gehört? Hat mein Video dir gefallen? Dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben hinterlässt und abonniere meinen Kanal, damit du mehr erfährst und nichts verpasst.